Seit mehr als 30 Jahren gibt es in der Leichtathletik die Hallen-Weltmeisterschaften. Salzburger Athleten hat man dort bisher aber kaum gesehen. Und eine Salzburgerin hat es überhaupt noch nie zur WM geschafft. Bis jetzt. Nächste Woche startet in Portland an der US-Westküste die 17. Ausgabe der Leichtathletik-Hallen-WM. Und mit dabei ist die Hürdensprinterin Stefanie Bendrath von der Union Salzburg. Thomas Gonaus hat sie vor der Abreise besucht. Stefanie Bendrath, 25 Jahre alt und die erste Salzburger Leichtathletin bei einer Hallenweltmeisterschaft. Im vergangenen Sommer hat die gebürtige Deutsche, die seit 6 Jahren in Salzburg lebt, die Einbürgerungshürde genommen und startet nun für Rot-Weiß-Rot. Mit der WM-Teilnahme geht ein Traum in Erfüllung. Ich habe jetzt die letzten Jahre natürlich die EM in der Halle verpasst, durch das, dass meine Einbürgerung sich extrem lang gezogen hat. Und ja, dass es natürlich jetzt bei der WM das erste Mal klappt, das hätte ich mir letztes Jahr noch nicht erträumt. Das WM-Ticket ist für Bendrath die Belohnung für ihre jahrelange, konsequente, harte und penible Trainingsarbeit. Ich war meistens die Erste im Training und bin als Letztes heimgegangen. Und das war für mich einfach, dass ich gewusst habe, ich brauche das und ich werde es schaffen. Und auch wenn alle anderen gesagt haben, das geht vielleicht nicht, die trainiert zu viel oder die macht das falsch und das falsch. Man muss einfach selber dahinter stehen und dann schafft man das, was man will. Der letzte Formtest für die WM ist mit dem österreichischen Meistertitel in Linz geglückt. Stefanie Bendrath, hier Dritte von rechts, ist daher auch für den Salzburger Leichtathletikverband ein Glücksfall. Wir sind natürlich davon abhängig, dass wir Zugpferde wie die Steffi haben. Das motiviert die Kids alle, was in der nächsten Reihe stehen, die großartig auch für ihre Leistungen arbeiten. Was damit transportiert ist, ist einfach, es funktioniert. Ja? Wenn man hart für seine Ziele arbeitet, dann ist das alles möglich. Die Hallen-WM soll aber nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zum eigentlichen ganz großen Saisonziel sein, die Olympischen Spiele im Sommer in Rio. Es ist alles möglich und es ist nichts möglich. Es entscheidet einfach, es sind 10 Hürden und einmal hängen bleiben, ist die Zeit weg. Aber ich bin zuversichtlich und ich glaube daran, dass es funktioniert. Der Weg nach Rio ist aber noch weit. Zuvor will Bendrath in Portland im besten Fall ins Halbfinale laufen.